Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Mitsiedler und Mitsiedlerinnen. Wir probieren heute gemeinsam Foundation aus. Und das gibt mir mal wieder die Möglichkeit, ein Dorf und dann eine Stadt und dann ein komplettes Königreich zu errichten unter meiner wohlgenährten und wirklich auch verantwortungsvollen Führung. Wobei ich mich hier irgendwie von Anfang an eher erstmal in der Position des Siedlers sehe. Möglicherweise des Bürgermeisters, des Dorfanführers. Ein Mann des Volkes, zu dem die Menschen kommen, ihm sein Leid klagen und der trotzdem dafür sorgt, dass es allen gut geht. Neues Spiel, Gleichgewicht, Voreinstellung, okay. Karte, Hügel, Küste, Flussbett, Berge. Ein Tal ist immer super, weil wo ein Tal ist, da sind auch Berge. Und so ein Tal, sonnenbeglückt, ja, das gefallet mir. Das könnte wundervoll sein. Das hier ist es nun also, unser wunderschönes Tal. Genauso habe ich es mir auch vorgestellt, mit einem kleinen See hier und einem Fluss, der in den See hinein und ein Fluss, der aus dem See hinaus in das Meer führt. Wobei man den Fluss hier noch sehr... Ist das Eis oder... Also irgendwas ist hier mit der Darstellung des Meeres nicht so ganz richtig. Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit, hier erstes Land zu kaufen. Da zum Beispiel könnte ich mich hinsetzen oder hier. Da ist natürlich eine ganz gute Sache. Ich sehe hier schon mal, das triggert mich zumindest aus Age of Empires Sicht heraus. Ich sehe hier schon mal einen Busch, kleine Bäume und Steine. Man muss ja vielleicht auch so ein bisschen gucken, was hat man am Anfang für Ressourcen. Gleichzeitig wäre ein bisschen näher am Wasser natürlich auch eine schöne Angelegenheit. Aber hier so oben auf dem Berg, wenn man dann danach so ein bisschen runterbaut, ich finde das eine gute Sache. Ich kaufe als allererstes dieses Land. Ihr habt einen neuen Auftrag, baut ein Dorfzentrum. Ich finde, das ist ein schönes Land. Ich finde, das ist ein Land, mit dem kann man was anfangen. Also, das Dorfzentrum. Wo finde ich das denn? Öffentliches Gebäude bauen, ein Dorfzentrum. Das hätte man hier schon mal. Das ist ja... Achso, ich dachte schon, das wäre das komplette Gebäude, aber das ist einfach nur das Grundlager. Und das Dorfzentrum, das kommt natürlich hier einfach schön in die Mitte rein. Da sind sie, meine kleinen, süßen Siedler sind am herum. Die schauen aber auch so ein bisschen, als hätten sie gerade sonst was durchlebt. Und 8 neue Gebäude habe ich jetzt freigeschaltet. Erhöht den Rang eurer Dorfbewohner auf Bürgerliche. Das wäre die Mission, die hier insgesamt ansteht. Und es sind wundervolle Flötentöne im Hintergrund zu vernehmen. Nun gut, ich werde als erstes ein Holzfällerlager selbstverständlich in der Nähe, kann ich denn auch, so kann ich drehen, in der Nähe dieses Waldstückes hier errichten. Und die machen das hoffentlich auch schön von selbst. Als nächstes braucht man natürlich direkt heranpassend ein Sägewerk nebendran. Oh ja, ein Brunnen ist vielleicht auch schon mal eine gute Geschichte. Packe ich einfach auch mal hier direkt neben das Dorfzentrum. Ich mache jetzt aber mal. Ich weiß nicht, inwiefern die das alles gleich anständig errichten werden. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Ein Steinmetzlager. Vielleicht auch noch. Hier so neben die Steine. Brunnen habe ich. Ein Lagerhaus hier noch so insgesamt nebendran. Gibt es eigentlich auch Straßen? Sollte ich jetzt nicht vielleicht auch gleich noch irgendwelche Straßen errichten? Wahrscheinlich. Lagerhaus. Kann man das auch irgendwie... Das kann man auch drehen, ne? Ja, guck mal hier. Schön. Machen wir hier so das Lagerhaus hin. Einfach mal alles hingeknallt. Und ich hoffe, die fangen dann da jetzt gleich einfach an zu arbeiten. Habe ich jetzt eigentlich alles, was es so am Anfang gibt? Es gibt noch eine Sammlerhütte. Die kann natürlich auch hier schön neben die ganzen Büsche. Mit den Beeren. Okay, ich habe jetzt viele, viele Baustellen. Und wenige Leute, die aktuell daran arbeiten. Zum Beispiel Philippe. Boah, die haben ja schöne... Also Philippe ist 18 Jahre alt, hat aber einen Avatar und ein Bild hier, als wäre er schon wirklich vor Jahren in die 80er eingetreten. Ich habe gerade frei. Nein, du hast jetzt nicht mehr frei, mein Freund. Das hier ist Emily, 24 Jahre alt, weiblich. Das sind die ganzen... Hans! Hans hat einen dicken Edward mit den... oder in diesem Fall ohne die Scherenhände. Ja, dann fangen wir jetzt mal an hier, Edward. Ah, ich habe jetzt einfach mal auf Bauarbeiter drauf gedrückt. Das heißt, Hans sollte jetzt anfangen. Ja, der baut jetzt. Das ist doch schön. Helene kann mal schön sammeln gehen. Willibald geht mal Holz fällen.
Dann haben wir die ersten drei Sachen jetzt insgesamt schon gestützt. Einen zweiten Bauarbeiter, den Hans, ist bestimmt auch nicht so schlecht. Marie wird Steinmetz. Julian macht keinen Hateblock, sondern wird auch Bauarbeiter in diesem Fall. Und dann wird das ja alles hoffentlich schnell fertig gebaut. Und die Wege, die machen die wohl von selbst, so wie man das hier schon so erkennen kann. Hier sind schon Wege, die von selbst nach vorne gehen und zu den entsprechenden Stellen. Willibald, du bist Holzfäller, ne? Ja, ich bereite mich auf die Arbeit vor. Ich arbeite. Das steht zumindest da, Willibald, aber ich sehe dich hier nur rumstehen und Löcher in die Luft schauen. Was ist das für ein Dorfzentrum? Da kann man sich auch mal ein bisschen Mühe eigentlich rein theoretisch mitgeben. Hast du einen Job? Ja, du bist auch Bauarbeiter. Vielleicht spule ich aber auch einfach mal ein bisschen vor. Erhöhe die Geschwindigkeit. Geht das auch mit Plus? Das geht auch mit Plus. So, mal kurz auf 3 drauf. Dann nimmt das alles hier gleich ein ganz anderes Tempo auf. Oder eben auch nicht, denn hier sind noch einige Baustellen, die irgendwie fertig werden sollten. Zum Beispiel mal die Sammlerhütte. Den Gebäudebau priorisiere ich mal. Aber die haben wirklich, die nehmen sich einfach frei. Hier wird sich einfach freigenommen. Aber vielleicht haben wir auch kein Holz mehr. Ah, natürlich! Na klar, hier kann nichts mehr gebaut werden, weil wir haben kein Holz mehr. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Holzfäller und wir brauchen vor allem, das Sägewerk muss eigentlich fertig werden. Und dafür brauchen wir Steine. Und die Steine, vielleicht habe ich hier gerade auch alles ganz schön falsch rumgemacht. Also wir brauchen einfach mehr Ressourcen, allem voran eigentlich gleich Holz, weil das habe ich schon alles verbraucht. Es gibt keinen Abbaubereich für Holzfäller. Ich muss hier, glaube ich, noch Abbaubereiche festlegen. Kann das sein? Entwicklungszonen malen. Okay, ich kann Abbauzonen bestimmen. Zum Beispiel hier. Und jetzt sollten die sich die Steine schnappen. Und natürlich hier auch, sage ich mal, dieses Waldstück hier innerhalb unserer Grenzen. Das könnte einem das Spiel natürlich auch mal erklären. So wird es einem halt nicht erklärt. Und ich muss mich so ein bisschen darum kümmern. Habe ich jetzt aber auch. Und das ist ja gut. Das heißt, es wird jetzt hier gearbeitet. Guck mal, da sieht man es auch, ne? Wie sie da mit ihrer Spitzhacke drauf einschlägt, gleichzeitig sich in dem Stein drin befindet. Wunderschön! Da kommt direkt wieder die... Ne? Kommt direkt wieder das Gründerliche. So nenne ich es jetzt. Mein Gründertum ist einfach stark vorhanden. Hier kann ich auch eine Abbauzone gleich noch markieren. Das finde ich aber sehr gut. Das finde ich sehr gut, dass man hier so Abbauzonen markieren kann. Weil so bauen die nicht irgendwie versehentlich Wälder weg, die man vielleicht irgendwie optisch da haben möchte. Und es ist so eine schön entspannte Stimmung hier schon wieder. Ihr habt es vermisst, ein Aufbauspielchen zu spielen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig ab. Und dann kann auch gleich weitergebaut werden hier. Da haben wir schon Bauarbeiter auf Level 1. Sammler auf Level 0, weil es kann ja nicht gesammelt werden, glaube ich. Und Schreiner auch auf Level 0. Das muss jetzt alles fertig gemacht werden. Hier, guck mal, da kommt das Holz. Da kommt's an. Und das heißt, hier sollte jetzt auch gleich weitergebaut werden können. Aber ich habe ja erstmal hier die Sammlerhütte priorisiert. Rein aus dem Grund, weil wir müssen uns ja um Nahrung kümmern. Das ist jetzt die zweite Woche, der dritte Tag. Und ich will nicht, dass meine Leute hier irgendwie verhungern. Ich weiß ja gar nicht, wie viel die zum Siedeln am Anfang mitgenommen haben. Zufriedenheit ist hier auch schon low. Auch schon so ein bisschen low ist die. Low, low, low. Hans ist immer noch unser zuverlässiger Bauarbeiter. Bald kann auch gesammelt werden, Helene. Helene, du kannst sammeln, bis du atemlos durch die Nacht gehst mit deinen gesammelten Beeren und sonstigen Produkten. Also, wenn wir später am Meer sind, dann mache ich aus Helene aber einen Fischer. Das war ein Mörder-Joke. Die Sammlerhütte ist fertig. Helene kann anfangen zu sammeln. Als nächstes macht das Sägewerk wohl Sinn. Das Gebäude wird priorisiert. Und ich soll einen Markt jetzt mal hier bald errichten. Aber erstmal will ich die ganzen anderen Gebäude fertig machen. Das ist doch völlig logisch. Das ist doch völlig logisch, dass das hier jetzt erstmal... Oder vielleicht der Brunnen. Ich priorisiere doch als erstes den Brunnen. Und danach wird das Sägewerk fertig gemacht. Da muss jetzt erstmal Stein hergebracht werden. Jetzt wird der Brunnen weitergebaut. So sieht das aus. Komm, mach mal hier ein bisschen Tempo, dass der Brunnen ratzefatze fertig wird. Und dann gibt es nämlich mal ein bisschen Wasser für die Leute. Können die sich mal wieder schön was trinken. Jetzt wird das auch versorgt. So mag ich das. Lass mal ein bisschen auf Stufe 2 laufen jetzt. Damit das mal alles zügiger vorangeht. Oder auf 3 wieder. Als nächstes wird hier das Sägewerk fertig gemacht. Da braucht es aktuell einen Baumeister, noch ein bisschen Steine. Ist alles sehr organisiert. Es ist immer ein bisschen schwierig einzusehen, wann die Pause machen und wann sie einfach arbeitsmäßig nicht so ganz dran sind.
wie sie vielleicht dran sein sollten. Die Sachen müssen halt noch fertig werden. Damit zum Beispiel mal Emily, oder das so, Emily. Emily, ich weiß auch nicht, warum ich das so aussprechen wollte, dass sie mal ihrer Schreinertätigkeit nachgehen kann. Zufriedenheit ist halt immer noch low, low, low. Wasser ist zumindest schon mal da, aber Nahrung ist auch aktuell recht einseitig. Komm, wird das hier jetzt mal bald fertig? Das liegt alles an den Steinen. Wir brauchen eigentlich mehr... Ihr müsst Kinder zeugen. Zügig müsst ihr anfangen, Kinder zu zeugen, die dann in den Steinbruch gehen. Edward, ich würde dich jetzt mal... Du kriegst jetzt mal eher den Job des Steinmetzes, weil da brauchen wir eigentlich gerade zwei. Okay? Wir haben nämlich so viel Holz. Aber lass mal hier schön beide in die... Ja, guck mal, da hacken sie ineinander rum. Oder aufeinander rum. Das könnt ihr auch gerne machen. Hackt aufeinander rum und vertragt euch danach wieder. Und schenkt mir Kinder. So, was wird jetzt als nächstes gebastelt? Das Lagerhaus. Das ist eigentlich das letzte Gebäude, das noch insgesamt fertig werden muss. Wenn das durch ist, dann ist gut. Und dann kann man jetzt als nächstes dann direkt den Markt bauen. Ist das auch ein... Ne, Mauern gehen noch nicht. Wo ist denn hier der Markt? Also bei öffentlichen Gebäuden sehe ich ja aktuell keinen Markt. Das ist die Arbeitsplatzliste, Dorfbewohnerliste, da sind sie alle. Vielleicht muss ich erstmal das Lagerhaus irgendwie noch fertig werden, bevor ich mich wirklich um den... Zwei neue Dorfbewohner schließen sich eurem Dorf an! Herzlich willkommen! Wo seid ihr denn? Ich sehe euch ja gar nicht. Ich muss ja kurz gucken, wer hier neu angekommen ist. Da kommen sie angelaufen! Die zwei Zwillinge! Also hier wird wohl kein Nachwuchs gezeugt, zumindest nach bisherigem Stand, sondern die Leute kommen einfach aus dem Nichts raus ins Dorf gelaufen. Ja, hier wirklich aus der absoluten Pampa. Schaut euch das mal an. Hier hinten ist ja nichts. Wo kommen die denn her? Aus dem ewigen Nichts. Kommen diese zwei kecken Frauen. Hallo? Ich muss mal gleich gucken, natürlich, wie die namentlich so sind. Das wird mir jetzt noch nicht angezeigt. Die müssen wohl erst im Dorfzentrum ankommen. Aber dann können wir hier auch wieder... Oh, guck mal, das mit dem Holzfällerlager. Hier wird ja auch nachher... Hier ist ja bald gar kein Platz mehr. Hier ist ja bald alles weg. Weggefällt. Muss ich mal gucken mit den Entwicklungs... Ja, das sieht noch okay aus, aktuell. So, da sind sie, die zwei. Das ist zum einen Jane und Florence. Oh, Florence hat ja ein Bild, da werde ich ja wirklich... Da sehe ich schwarz für den Nachwuchs. ja, gut. Also Florence and the Machine und Mary Jane Watson. Wir brauchen hier natürlich... Florence kann man schön noch ein bisschen... Holzfällerarbeit machen und ich glaube, Jane wird dann Marktarbeiterin, sobald halt ich erstmal rausgefunden habe, wo ich mir eigentlich einen Markt holen kann. Weil das ist aktuell noch so eine ganz andere Geschichte. Aber, hallo, Pause. So, wie der Markt aussehen wird und wie sich hier dieses wunderschöne Dörfchen noch weiterentwickelt, das ist natürlich eine Frage, die ich in einem weiteren Video zu Foundation beantworten könnte. Denn jetzt, in diesem Part, habe ich ja nichts anderes gemacht als eine Foundation für ein florierendes neues Reich in der Zone gelegt. Also, falls euch das interessiert, ich finde, es ist sehr knuffig bisher und hat eine sehr, sehr schöne, angenehme, entspannte Stimmung und obwohl es kein großes Tutorial gab, kommt man doch insgesamt gut rein und das spricht für ein anständiges Interface und sich selbst erklärende Mechaniken, was bei diesem Genre immer ein Pluspunkt ist. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt mir das also sehr, sehr gerne in Form von Bewertungen und Kommentaren mit, vor allem, falls ihr halt auch mehr sehen wollt und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken und die Glocke zu bimmeln, falls ihr diesen Kanal noch nicht kennen solltet. Mein Name ist Kedos, ich bin an der Stelle hier jetzt raus und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüdelö und rein gegründet wegen Dorfgründung reingesiedelt.